Ja, und willkommen zurück. Wir haben jetzt unsere Hauptindustrie ein bisschen jetzt mal auf diese Insel ausgelagert. Das wird praktisch eine Produktionsinsel. Hauptsächlich. Wobei das natürlich bei diesem neuen Anno ein bisschen komplizierter wird, weil wir ja die Leute auf der Insel brauchen, damit die auch brav arbeiten gehen. Nicht so wie früher, dass alles ohne Bürger lief, alles vollautomatisch. Das geht leider nicht mehr. Aber ich will mal versuchen, diese Insel hier irgendwie frei zu kriegen und dann Agrarprodukte. Bier wäre jetzt zumindest das nächste wahrscheinlich. Hier jetzt noch nicht, aber auf unserer Hauptinsel, glaube ich, fehlt da schon. Da haben sie schon das letzte Mal rumgemault, dass sie kein Bier haben. Aber wir haben Schnaps, das muss reichen. Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps. Was wir denn diese Folge machen wollen, wir werden uns jetzt mal in die neue Welt begeben und mal schauen, was wir da so alles Schönes bauen können. Wir müssen dann nämlich auch noch ein bisschen, bisschen was machen, Zeitung. Weil ich glaube, das können wir jetzt erstmal so laufen lassen. Die Handelsrouten scheinen auch gut sein. Also auf zur neuen Welt. Wir haben zwar auch noch ein paar Expeditionen hier rumlungern. Brot, Wurst, alles weg. Und das ist jetzt eine gute Frage. Wie geht es denn hier eigentlich los? Marktplatz? Ja, geht wohl genauso los. Naja, das ist aber auch ein anderes Grafikset. Okay. Was ist das hier? Das ist ein Lehmvorkommen. Ha. Ganz schön viele Flüsse. Öl. Ja, das wird interessant. Wir fangen einfach mal an. Ich würde das einfach mal hier irgendwo. Doch hier. Naja. Wenn ich... Oh! Das war die falsche Taste. Moment. Ich wollte ihn ja eigentlich drehen. Es liegen noch so viele Abenteuer vor uns. Ja, irgendwie so. Wobei, das ist auch ein bisschen doof, ne? Egal. Wir fangen mal auf diese Weise an. Ziehen das jetzt hier hoch. Gespeichert. Das können wir nicht ganz so hochziehen. Wir machen das erstmal so und brauchen Journalero-Häuser. Okay. Wir fangen mal an. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Zwei Häuschen. Zeitalter der Tradition. Mal Viererblöcke. Ich glaube, ich baue hier mal Viererblöcke. So. Genau, wie ich das am dümmsten baue. Wahrscheinlich brauchen wir hier ja auch. Wobei, Feuerwehr. Von mir aus freigegeben. Hier aus. Also mal gucken, ob du den Scheiß wieder schreiben willst. Mit anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Ditchwater ist voller Freude. Gelddruckmaschine. Nach der positiven Entwicklung bei Plopsi Valgama mit sagenhaften Gewinnen. Sagt man, dort habe man Midas goldenes Händchen. Gut für Midas, dass die Geschichte nicht gut ausgegangen ist. Gut, für Midas ist die Geschichte nicht gut ausgegangen, aber halten wir uns nicht mit Schwarzmalerei auf. Und die Insel der Glückseligen. Ein Aufstand im erfreulich harmonischen Ditchwater ist so wahrscheinlich wie geflügelte Paviane auf dem Weg zum Mond. Sagen Aristokraten voller Zuversicht darüber, dass es dort keine populistischen Bestrebungen gebe. Ich danke Ihnen. Super, passt. Was haben es wir denn? Es sind die kleinen Nicht. Dinge des Lebens. Aber wir müssen erstmal für 50. Gut, das passen 10 rein, oder? Dann. Achso, passen bloß 5. Und 20, das sind 80. Ah. Nee, 5. Nee, warte mal, was?
Entschuldigung, ich kann nicht mehr rechnen. Also laut dem passen jetzt, dafür passen 5 Journaleros hier rein. 5. 4. 4 mal 5 macht 20. 40, nicht 80. Komme ich dann auf 80? Oje. So. Jetzt müssen es ja 60 werden. Mal. Dann haben wir einen schönen grünen Streifen. Hallo? So. Und noch ein Denkmal. Ah, würde ich hier ein Denkmal haben? Hätte ich nicht. Nee, noch nicht. La Isla. 48. 48. Komm, komm. Ja, Bretter müssten wir auch mal irgendwo hinbauen. Wo bauen wir denn die Bretter hin? Hier, wa? Sind mal so frei. 49. Na, noch schick. Ah, was fehlt? Geld? Die Purpuria lassen die Kranken und Schwachen bis zum Umfallen schuften. La Isla ist ihre einzige Hoffnung auf Rettung. Prosperity. Ich will die Insel, die das alles ausgelöst hat, mit eigenen Augen sehen. Holen Sie ab! Prosperity, Flüchtlinge von Prosperity. Okay, gut. Nein. Sind die denn hier irgendwo? Nur eine Fahrer mal in Richtung. Expedition raus. So. Was haben wir hier? Also rot. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja, ein paar Hütten. Noch unser? Hä? Jetzt fährt's. Komisch. Nun gut. Ja, da fällt mir ein, jetzt habe ich mir immer noch keinen Kaffee gemacht. Aber gut, muss das jetzt warten. Vielleicht denke ich ja am Ende dieser Folge dran. Von hier irgendwo wen abholen, weißt du? So aus. Sieh hin, das hier ist die Wiege. Na dann. Die Bewegung braucht neue Helden. Hüpft mal rauf. Vor diesem Geschenk des Himmels war ich sehr krank. Ja, die Holzproduktion. Konkurrenten sind eine Allianz eingegangen. Könnte man nicht erst kaufen, oder? Kaufen erst. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Solange es unter meiner Konkurrenz ist. Tu es jetzt, solange der Mond auf den Fluss herabscheint. Ja, mach ich doch schon.
Bin ja schon dabei. Schiff ist halt nicht das schnellste. Wo ist es denn? Da. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldorat. Ja, das ist gut. Wir haben jetzt keine Schiffe, Jungen. Ah, jetzt können wir ja gebackene Bananen. Wo haben wir denn? Fischölfabrik. Auch eine Fischölfabrik, nicht vielleicht Fisch? Bananen und dann geröstete Bananen. Okay, was ist das? Ach, das ist die Handelskammer. Bananen. Die meisten sind Zivilisten, die sich nach einem Ort sehnen. Die Verfolgten, die Diaspora, sie strömen nach La Isla. Wir das müssen 300 Stück, das sind 30 Häuser, voll ausgerüstet. Mädchen, Mädchen. Ja, warte mal, kann ich bei dir da hinten wenigstens einkaufen? Ich bräuchte nämlich echt mal ein bisschen Holz. Wir stehen an deiner Seite, solange du nur für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfst. Ja. Wir filzen alle Besucher, eine lebensnotwendige Vorkehr. Kein Holz! Sauerei! Gut, dann müssen wir das Holz erstmal irgendwie hier unten. Das hat 15 Sekunden, 15 Sekunden, also 1 zu 1. Gut. Dann baue ich den jetzt erstmal dahin. Zack. Ein Lagerhaus bauen wir dann erstmal dahin. Und ein Sägewerk baue ich dann direkt hier hin. Und ich glaube, das Ding brauche ich ja auch noch. Naja, gut. War das das alles? Ja, ist angeschlossen. Super. Dann lassen wir die mal ein bisschen Bretter produzieren. Brauchen wir schon Steine. Baumaterial, Holz. 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 Nein, alles nur Holz. Keine Steine. Oder der? Wenn die nicht erst etwas bringen. Der braucht Holz, ja. Spielstand gespeichert. Ja, gut, das muss ich das hier erstmal auf. Ja, gut, wir können ja schon mal Häuser bauen. Die kosten noch Kostenbrett. Also 8 Häuser kriegen wir. Mal gucken, wie bauen wir die denn am dümmsten? Hier wieder. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Die Waffenruhe wurde beendet. Oh, verschieben wir mal die Häuschen. Das sieht doch eigentlich ganz brauchbar aus. Oh. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Wie viele Häuser hatten wir jetzt auf dieser Insel? Auf dieser Insel 20, 10 sind schon mal 200. Na, dann geht das ja. Boah, noch 10 Häuschen. Oh ja, der hat noch keine Straßenanbindung. Das sieht doch ganz geckig aus. Ja, ich kann hier leider... Verschönerungen sind hier nicht, ne? Ich kann nur ein Denkmal bauen. 2 Denkmäler. Brauchen wir 2 Denkmäler? Oh ja, kommt. Machen wir mal. Wir haben es ja. Ah, nein, ich nehme den da. Da und da. So. Huch. Weil mehr gibt's hier ja nicht, ne? Dann bauen wir die hier nochmal hin. Nicht umbauen. Und zur Stadt oder? Prunkvoll, prunkvoll. Gut, ja, Bretter müssen bauen. Irgendwie, ich glaube, wir könnten uns jetzt tatsächlich... Da gehen wir hier. Nee, das ist auch... Ich glaube, wir können tatsächlich wieder mal in die alte Welt und da weitermachen. Hier ist tatsächlich jetzt nicht allzu viel zu machen, bis das Holz alles da ist.
Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Neue Befehle? Die Waffenruhe wurde beendet. Ich würde mir gerne noch ein drittes Kanonenboot bauen, glaube ich. Bei so viel Krieg wäre das nicht sehr geheuer. Und an dieser Stelle bauen wir jetzt weiter. Ein Botenjunge hat einen Brief übergeben. Du weißt nicht, mit wem du dich da eingelassen hast. Verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Oder brenne. Verrückter kleiner Mann. Die Katze ist aus dem Sack. Jetzt wissen die Pyrphoria, dass wir nicht allein sind. Ja. Abkömmling von Samuel, du weißt nicht, mit wem du dich da eingelassen hast. Verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Oder brennt. Moment mal, hat er das nicht gerade gesagt? Warum hat er denn noch das auf den Zettel gedruckt? Hätte er auch gleich vorbeikommen können und uns das sagen können. Unglaublich. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich glaube, ich wollte die Schnapsproduktion hier auch herbringen. Oh, noch mehr Schiffe, ne? Was können wir da noch so an Schiffen bauen hier? Noch gesperrt, der Clipper. Und 750 Hand. Was brauchen wir denn für das Ding da? Achso, 750 Hand. Ist jetzt nicht so viel. Würde aber dann trotzdem jetzt mal. So. Hey, muss ich dann mal extra machen. Nach der Aufnahme-Session gucke ich mal. Wenn ich es nicht vergesse, heißt das natürlich. Schnaps. Wollen wir den Schnaps auf die Insel auch noch verlagern? Ein bisschen viel dann auf der Insel, ne? Ich würde jetzt sagen, ich mache erstmal auf der Insel hier Bier. Eine. 1,30. 30. Das heißt, wir brauchen zwei davon. Nee, warte mal, wir brauchen. Wenn wir davon, dann haben wir zwei in anderthalb Minuten. Boah, das wird nicht ganz aufgehen, oder? Wir bauen jetzt erstmal zwei davon. Eins. Und dann bauen wir noch einen. Schiff vom Stapel gelaufen. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. So. Die müsst jetzt melzen. Melzen bauen wir dann mal dahin. Geht da nicht hin. Passt da nicht. Ärgerlich, das passt da tatsächlich hin. Kriegen wir den Weg. Gut, wir bauen das mal so. Müssen da sowieso rum. Aber das mit dem Melzen, glaube ich, das baue ich dann doch lieber. Mal brauche ich das dann. Achso, hier ging es ja nicht, ne? Ich glaube, hier ist so mal. Passt. Oh, die passt hier. Weil hier ist nicht so viel, ne? Aber gut zu wissen. Die Melzerei ist ganz schön groß. Stinkt bestimmt auch wieder ekelhaft. Oder? Wobei. Melzern? Stinkt Melzern? Ich glaube nicht, oder? Weil. So, dann müssen wir noch Hopfen anbauen. Das hat 4 Bretter, 20. Brauchen ganz schön lange. Das heißt, alle anderthalb Minuten.
Wir alle Minute Melzerei haben und jede Minute. Also ich brauche auch 2 Hopfenplantagen. Platz brauchen wir. Gut, sie braucht ein bisschen mehr. Das war ein bisschen voreilig jetzt. Oh, wo war denn die denn? Ja? Könnte fast klappen, oder? Können wir erstmal noch Wege bauen. Den jetzt hier lang bauen. Geradezu. Kommen wir bis dahin. Schauen wir mal. Müssen wir ja wahrscheinlich aber eh noch ein Lagerhaus hier hinbauen. Das könnten wir ja tatsächlich hier mit hinbauen. Und dann hoppen, hoppen, hoppen. Hier. So. Dann schauen wir mal. Kommen. Hopfen, hopfen. Darf bis da ran. Spielstand gespeichert. Und noch so eine Hopfenplantage, bitte. Genau, und noch da hinten noch irgendwas Hübsches rein, Baum, eine Ulme. Zack. Hätten wir hier dann noch Platz für. Ach, ärgerlich. Aber das macht nichts, oder? Das können wir. Machen wir das hier frei. 1, 2, 3, 4, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Oh, 5. Ärgerlich. Sehr schön. Oder müssten wir hier. Wir brauchen noch mehr Erntehelfer. ...96... ...96, so. Dann kriegen sie jetzt 2... ...Zitterpappeln. Oh, sieht doch hübsch aus. Uns geht das Material aus. Euch fehlt... ...Material fehlt euch, ja gut. Schöne Befürchtung. Den hier auch mal upgraden. Ziemlich knapp hier alles, oder? Wir mal sehen, ob wir noch aufrüsten müssen. Wir brauchen aber auf jeden Fall mehr Arbeitskräfte. Das heißt, wir brauchen mehr Bauernhäuser. Dann müssen wir eigentlich in diese Richtung bauen. Das hier mal kapseln.
könnten wir noch ein bisschen Blumenbeete bauen, ja. Komm. Oh. Schau es. Und dann oder in diese Richtung können wir auch machen. Ja, wir werden erstmal hier oben bauen. Das ist ein bisschen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das müsste ja ausreichend sein. Ich glaube, die hätten gerne ein Wirtshaus, oder? Ich habe meine Familie bei mir. Was will man? Ich kann hören, wie die Pfeffersäcke oben ihr Geld zählen. Doch nicht? Wozu ist denn? Bietet ihr einmal diese Dienstleistung an? Ehrlich, das passt hier in die Ecke nicht rein. Da wird es wahrscheinlich hinpassen, oder? Oder hier, wenn sie dann von der Arbeit kommen, vom Feld, können sie in dieses Schankhaus einkehren. Ey, ja, ganz schön miese, wa? Upsi. Das Leben hier ist wie eine frische Brise. Reicht nicht. Heißt, noch mehr Bauernhäuser. Ja, 79. Können wir dich. Ja, komm, wir gucken mal, dass wir dich ein bisschen woanders hin verschieben. 75, 73. Da. So, dann verschieben wir dich mal nach da. So. Das sieht gut aus. Die sind auch versorgt. Warm mit Seife. Oh, eine anständige Hafenstadt. Ist das jetzt besser oder schlechter? Okay, das ist schlechter. Ja, soweit so gut. Das heißt Bier. Turia. Schieben den. Alles gilt. Komm her. Schieben dich mal nach. Es mangelt an Arbeitskraft. Dahin. So. Dann braucht. Den nicht mehr und den nicht mehr. So. Oh, guck mal. Am Monatsende bleibt noch was über. Arbeitskleidung scheint ein bisschen holprig zu sein. Das heißt, wir sollten Arbeitskleidung... Mal gucken, wie wir das am dümmsten machen. Hier ist ein bisschen voll geworden jetzt, durch die... Ich habe so das Gefühl, dass das passen könnte, wenn wir hier... Ja, komm. Hier. Ah, wobei... Oder weniger. Doch nicht. Drei. Schauen, das mal. Ich würde da gerne jetzt noch.
durch den hier rum? Also schauen wir mal. 1, 2, 3. Und die maximale Produktivität. Ich hoffe mal, die passt. Geht ein bisschen jetzt mal. Hilft jetzt nichts. Aber die Weberei könnten wir dann. Machen wir mal zu. Das sollte das hoffentlich in den Griff bekommen. Die Bauernarbeitskräfte. Sollten sich jetzt auch aufbauen, oder? 10. Okay, da kommt einer. Müsste genau reichen. 0. Na, jetzt sind sie da. Gibt's auch ein bisschen Plus. Sehr gut. Und jetzt könnten wir mal gucken. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wo? In Ditchwasser. Ach, in der Schnapsbrennerei. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Feuer, Freunde, Feuer. Hier, Stau. Ich schwöre, ich habe die Ketten gelöscht. Lüge, Lüge. Aber jetzt glaube ich, kriegen wir gelöscht. Sieht gut aus. Spielstand gespeichert. So, ja, das sieht gut aus. Ich glaube, das ist alles gelöscht. Das ist auch gelöscht. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Das ist aber nett. Hat's weniger brennt. Die Flammen wurden gelöscht. So, dann bauen wir das wieder auf. Gut. Dann werde ich jetzt mal dran denken, mir einen Kaffee zu machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.